Hallo Mel und vielen Dank für deine Anregung hier zur Ableitung von E-Funktionen mit Parametern. Das ist die erste Folge. Die Funktion steht schon gleich da. FK bzw. die Kurvenschar, die Funktionsschar, muss man ja sagen. Ja? FK von x gleich x hoch k mal e hoch minus x. Unverkennbar eine Produktregel. Und hier ist der Sinn dahinter. Hier x hoch k kann ich nicht mit e hoch minus x zusammenrechnen. Deswegen habe ich hier zwei Funktionen, die mit einem Malzeichen dazwischen steht. Und dieses hier ist streng genommen auch nochmal eine Kettenregel. Gut, langer Rede, kurzer Sinn. Wir bestimmen sofort nach der Produktregel. U mal v ist ja die Struktur. U' mal v plus u mal v'. Dann haben wir f'k von x ist gleich. Die Ableitung von x hoch k ist k mal x hoch und von dem k müssen wir einen abziehen. Wir kennen ja k nicht. Wenn das jetzt eine 3 wäre, würde da 3 mal x hoch 3 minus 1 sind 2 stehen. Mal e hoch minus x, dann haben wir u' und v fertig plus u ist x hoch k fertig. Mal die Ableitung von e hoch minus x ist e hoch minus x mal minus 1. Und das ist die Kettenregel hier. Aber dazu halt gibt es auch schon Basisvideos und zur Ableitung von e hoch minus x auch. So, das Einzige, was hier jetzt anders ist als bei den anderen Funktionen, ist der Parameter k. Ansonsten können wir hier auch wieder e hoch minus x ausklammern. Steht da k mal x hoch k minus 1. Mal 1, ne, an der Stelle, wo das e hoch minus x ist, kann man zu Übungszwecken immer nochmal mal 1 hinschreiben, plus x hoch k mal 1 mal minus 1. Ja, jetzt habe ich anstelle des x hoch e hoch minus x, habe ich jetzt immer eine 1 geschrieben. Die kann ich natürlich bei genauer Betrachtung auch weglassen, weil 1 mal ein Apfel ist immer noch ein Apfel. So, und das minus 1 mal x hoch k, das minus 1 bezieht sich ja nur auf das x hoch k, also steht da auch minus x hoch k. Können wir das Ganze hier ein bisschen zusammenraffen. Und dann haben wir hier e hoch minus x mal k, in Klammern k mal x hoch k minus 1 minus x hoch k. Ist vielleicht nicht schön, aber die erste Ableitung. Und wenn wir davon jetzt die zweite Ableitung bilden wollten, können wir das auch nochmal kurz machen. F'k von x ist gleich. E hoch minus x ableiten, genau wieder nach der Produktregel. Ich mache hier nochmal die Pfeile weg, hier, ich habe gesagt, die Haken. Minus e hoch minus x mal, die Klammer hingeschrieben, x hoch k minus 1 minus x hoch k. Ja, dann haben wir u' und v im Fluge fertig gemacht. Habe ich euch fertig gemacht. Plus u, u ist e hoch minus x, mal v'. Ableitung von k mal x hoch k minus 1 ist ja k mal k minus 1, jetzt holen wir diesen hier, multiplizieren den mit der k, mit dem k, mal x hoch k minus 1 minus 1 ist k minus 2. Minus x hoch k und x hoch k muss ja auch noch abgeleitet werden. Hier steht schon die Ableitung von x hoch k, steht hier noch mal k mal x hoch k minus 1. Hier stehen überall Malzeichen zwischen. Das heißt, ich brauche hier nicht mal eine Klammer. Sieht ganz unschön aus, aber auch hier können wir e hoch minus x ausklammern. Mal minus 1 mal k mal x hoch k minus 1 minus x hoch k. Plus, dann müssen wir natürlich hier eine Klammer machen, weil das minus e hoch minus x bezog sich ja nur auf die Klammer mit dem Mal. Deswegen bezieht sich jetzt hier das minus 1. Mal auf diese Klammer. Plus, und das e hoch minus x bleibt natürlich, wird ja eine 1 mal, sondern jetzt wird der Kram hier k mal k minus 1 in k Quadrat minus k mal x hoch k minus 2 mal x hoch k minus 1. Das Ganze lässt sich hier natürlich jetzt noch schöner schreiben. Und zwar stehen ja hier tatsächlich überall Malzeichen dazwischen. Halt, hier steht überhaupt kein Malzeichen dazwischen. Hier, da an der Stelle steht ein Minus, weil hier steht ja auch ein Minus. Das hier ist die Ableitung davon, also steht hier ein Minus. Und dann lässt sich gar nicht mehr weiter hier Kinkerlitzchen spielen. Außer, dass wir das plus einmal natürlich hier weglassen können. Und dass wir hier jetzt das minus 1 da noch rein multiplizieren können. E hoch minus x mal minus kx, k hoch minus 1 plus x hoch k plus k Quadrat minus k mal x hoch k minus 2
minus k mal x hoch k minus 1. Jetzt steht hier minus k mal x hoch k minus 1 und hier steht minus k mal x minus k. Das heißt, den Term und den Term zusammengefasst ergibt minus ein Apfel. Minus ein Apfel sind minus zwei Äpfel. Also minus 2 mal tüdelüdelüd. Und dann haben wir hier das stehen. Das könnte man jetzt noch sortieren oder was, aber das brauchen wir jetzt auch nicht, weil es gibt hier keine weitere Arbeitsanweisung. Das heißt, es gibt keinen Ausblick, was wir jetzt damit noch machen wollen. Wir haben es jetzt so weit zusammengefasst, wie erstmal sinnvoll möglich. Man hätte natürlich auch vielleicht noch x hoch k wieder ausklammern können oder sonst irgend so ein Schnulli. Aber das will ich jetzt hier einfach mal weglassen. Kommen gleich nochmal wieder mit dem zweiten Teil, Ableitung von E-Funktion mit Parameter. Halt hier nochmal das Schild hoch und sage Tschüss und auf Wiedersehen.